Willkommen hier zur weiteren Folge FIFA Mobile 22 und zwar, wir werden heute diese Folge ein paar Spieler verkaufen, auch mal, glaube ich, so ein, zwei Spieler kaufen und ich würde sagen, wir fangen am besten mal an. Wir haben jetzt erstmal 150.000 ungefähr, zwei Spieler, die alles um die 200 oder 100.000 verkaufen. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall schon machen. So 632.000 würde ich mal sagen, das kann man schon machen. Mal gucken, wie viele wir davon verkaufen können. 182.000. Okay, auch ziemlich viele Spieler sich gerade. Haben wir noch irgendwas mit 100.000? Ja. Ja, genau. Und ansonsten nichts Besonderes mehr so. Jetzt haben sich schon zwei verkauft, glaube ich, oder? Ja. So, für den ersten haben wir 144.000 bekommen. Und jetzt für den zweiten 168.000. Wir suchen mal ein paar Spieler und zwar. Wir gucken hier mal. Oh, diese Karte sieht auch ziemlich geil aus. Mit dem WM-Pokal. Oh, ja. Die Frage ist, was man sich hier kaufen könnte. Vielleicht nur irgendein Abwehrspieler, der ganz nice wäre. Wenn es hier einen gibt, der eigentlich ganz interessant wäre. So, ich habe mich jetzt entschieden, einen besseren Davis und auch einen besseren Kumar zu kaufen. 3,7 Millionen, bisschen hart, aber ja, gut, mal gucken. Ein Davis, mal gucken, ob wir den finden. Ja, das ist dann, ich glaube, 90 habe ich schon, merke ich gerade. Dann würde ich sagen, nochmal Pavard. Ich glaube, für 750.000 bekomme ich, glaube ich, keinen. Ich glaube, ansonsten ist es nichts mehr Besonderes. Da ist irgendwie die, okay, die da unten sind so schlecht. Da nehme ich mir jetzt hier nichts von da unten. So, ich habe mich jetzt entschieden, halt nur die beiden zu kaufen, Coman und Pavard. Ja, Coman haben wir schon mal am Start. Okay, ich würde sagen, wir werden hier am besten unser Team mit reinbauen. Ich glaube, ich habe schon einen Coman, den machen wir am besten mal raus. Ist nur ein 86er. Müssen wir wirklich mal gucken. Rein damit. Genau, auch alles besser. Von den Werten. 93er, rechter Flügel. Sagen, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, wir lassen es am besten erstmal so. Ich weiß, die Positionen sind echt nicht richtig so, ne? Aber ich lasse die erstmal so drin. Und ich würde sagen, ja, nächsten Folge oder übernächsten Folge, keine Ahnung, werde ich ein bisschen was ändern. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video und bis nächstes Mal. Ciao.